Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt werden wir beide Torten aufeinander stapeln. Das ist immer ein bisschen knifflig. Das ist so ein Quatsch, was ich da erzähle. Jetzt werden wir beide Torten aufeinander packen. Am besten stellt ihr da noch was in die erste Torte rein, dass wenn die obere Torte... Was erzähle ich? Jetzt stapeln wir beide Torten aufeinander und für die untere Torte nehme ich noch diese Trinkstreu... Jetzt packen wir beide Torten aufeinander und für die untere Torte nehme ich noch diese Trink... Jetzt stapeln wir beide Torten aufeinander und um die untere ein bisschen zu stützen, nehme ich diese Strohhalme. Jetzt gibt es meine Torte für German Let's Play von Feel Good Curved. Sie hat gerade mal 21 Abonnenten. Schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und da wird jetzt tatsächlich ein Kuchen für German Let's Play. Als ob. Das sieht halt richtig geil aus. Schaut gerne bei ihr vorbei. Ist verlinkt. Ergangen. Haben Sie schon Fortschritte gemacht? Ja, was soll ich sagen? Er hat es einfach schon wieder getan. Ja, Sie müssen schon ein bisschen konkreter werden. Na, Paluten, er hat ein neues Stofftier auf den Markt gebracht und Sie wissen, was dann zu tun ist. Sondern ich mache das mit dem kleinen Mini-Paluten. Also komm, kleiner Mann, los geht's! Autsch! Also Leute, jetzt zeige ich euch das fertige Ergebnis. Jetzt wird ein kleiner Mini-Evil-Paluten gebacken und zwar von Feel Good Curve. Schaut gerne vorbei, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und jetzt bin ich gespannt. Weil es nicht nur Halloween zum Feiern Alter. Gibt, sondern auch das 9-jährige Jubiläum von Paluten, sage ich auf diesem Weg auch nochmal alles Gute zu 9 Jahre YouTube. Danke. Ich hoffe natürlich, der Kuchen hat dir gefallen. Er sieht und mega ich bin gespannt cool aus. Auf deine German Let's Play Torte. Ist auch ganz egal, ob das vielleicht auch noch 9 Jahre dauert. Ja, das schaffen wir schon noch. Das ist kein Problem. Aber ey, ganz ehrlich, wie cool sieht diese Torte aus? Ich hoffe, sie schneiden sie auch noch mal an. Wie dann die ganzen Dinger da so rausploppen. Ja, das ist cool. Lasst gerne ein Like und ein Abo bei der guten Dame da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ja, war sehr geil. War cool. Hat Spaß gemacht. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den nächsten YouTuber-Kuchen und der eine oder andere, der auf Instagram vielleicht aufgepasst hat, weiß, es wird Evanjo. Ich bin eine Frau, die für mich einen Kuchen gebacken hat, einen Dönerkuchen, wie ich schon im Thumbnail gesehen habe. Ich weiß nicht, ob eine Zuschauerin ist, ne? Hoffen hey Leute und... Hey Leute! Aber ich zeige euch mal das Thumbnail, da wird leider schon leicht angeteased, ne? Eigentlich lustig, der Kanal heißt einfach Feel Good Curve. Hier, ne? Dann sieht das ganz klar aus wie eine Döner-Torte, aber sie hat Evanjo-Torte. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Digga, guck dir das an, sie hat sogar Döner hier gemacht. Ey, das sieht so heftig. Oh, Digga, das ist mit... Das... Alter! Ist das gut! Eieiei, ist das gut! Guck mal, auch hier Döner, so heißt es wie beim Dönermann. Wow! Wow! Eieiei, das ist so heftig. Ich würde so gerne den Kuchen haben. Oh mein Gott, ich würde sogar Geld dafür zahlen, Alter. Ey, ich würde so gerne genau diesen Kuchen haben. Oh, der sieht so gut aus. Heute etwas sehr Spezielles für euch, ihr Schweine. Und zwar hat eine YouTuberin einen Kuchen für mich gebacken. Und das ist ein sehr spezieller Kuchen. Der passt auch perfekt zu meinem Ich und wird euch wahrscheinlich auch gefallen. Ich habe noch nicht live gesehen, werde ich euch zeigen. Natürlich werden wir ihn verkosten, wir sind ja fett. Seid mal gespannt. So, jetzt, liebe Leute, kommt der Moment. Da bin ich ein bisschen nervös in diesem Video. Hier drin ist das gute Stück. Ich zeige es euch nochmal. Weswegen ich extra nach Hamburg gefahren bin. Und die geben wir jetzt ab. Und dann sehen wir uns später wieder. Hier ist der magische Kuchen. Voila. Und hier könnt ihr ihn sehen, das ist ein unfassbarer Döner-Kebab-Kuchen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist eine Pracht, Digga, der sieht Warte. Oh nein. Moment. Der ist so schwer, ne? Ich schwöre euch, das ist so ein schweres Teil. Das wiegt fucking eine Tonne, Alter. Auf jeden Fall richtig schön von vorne. Einfach so dieser Salatblättchen, Zwiebeln, keine Tomaten. Dazu das Dönerfleisch. Alles extrem krass gemacht. Alles Handarbeit von Jenny. Ich werde sie euch absolut verlinken. Also Jenny, vielen, vielen lieben Dank. Ganz, ganz viele Küsse in deine Richtung. Fokus? Ja. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Spezial. Es ist einfach schon so, dass ich ein Jahr YouTube mache. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen.
Es ist irgendwie so schnell vergangen dieses Jahr und auf einmal sitze ich hier und mache ein Video für euch für ein Jahr YouTube. Ja, ich bin auch noch da, ich lebe auch noch. Es ist mittlerweile 35 Tage her, dass mein letztes Video gekommen ist. Es ist in diesem Jahr viel passiert, nicht nur auf YouTube, sondern auch privat. Deswegen ist es jetzt so gewesen, dass es ein bisschen schleifend lief. Aber in der Zeit, wo ich jetzt keine Videos hochgeladen habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich weiter vorgehen möchte. Und es wird jetzt so sein, dass ich jeden Samstag ab dem 18. jedes Mal wieder so ein Video die Woche hochlade. Also wie gesagt, jeden Samstag. Und ich werde da noch nicht festlegen, wann genau was kommt. Manchmal mache ich Vlogs, manchmal mache ich Gaming, manchmal backe ich auch eine Torte. Je nachdem, wie es gerade so in meinen Alltag passt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da wieder weiter mit dabei seid. Außerdem versuche ich natürlich regelmäßig noch weiter auf Twitch aktiv zu sein. Das heißt einmal die Woche. Ich werde euch am Anfang der Woche gerne auf Instagram immer Bescheid geben, wann das so passieren wird. Es ist jetzt so, die Küche ist da und so langsam habe ich mich wieder eingefunden in meinen normalen Alltag. Es hat sich beruflich viel geändert, es hat sich privat viel geändert. Und jetzt kann ich hier wirklich sitzen und sagen, ja, ich habe jetzt so langsam meinen Weg wieder gefunden. Und ich habe mir gedacht, jetzt die ganze Zeit irgendwelche Videos hochzuladen, wo ich einfach nicht 100% hinterstehe, wäre einfach der falsche Weg gewesen. Ich werde jetzt aber wirklich versuchen, am Ball zu bleiben. Ich setze mich da selber nicht unter Druck. Ich werde die Streaming-Zeiten von 3 auf 1 Tag runterschrauben. Genauso wie auf YouTube werde ich nur einmal die Woche was hochladen, dass es auch irgendwie euch noch Spaß macht und auch mir noch Spaß macht. Ich lasse euch weiter am Leben teilhaben und wie gesagt auch durch teilweise Vlogs. Auch noch ein paar Reaktionen, aber vielleicht auch mehr so interaktive Reaktionen. Also wenn ihr eine Idee habt, was ich austesten soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche das wirklich zu verwirklichen. Ich habe wieder richtig Lust darauf, euch an meinem Leben teilhaben zu lassen und auch viel auszuprobieren, viel zu backen. Jetzt ist wie gesagt die Küche da, jetzt habe ich auch wieder die Möglichkeiten, sonst musste ich halt immer zu meiner Mama rüberrennen. Ich habe halt meine Backsachen nicht da und ich habe wirklich eine Menge Backsachen. Dann ist es auch wieder dieses Aufbauen und Abbauen beim Film und das war alles ganz schön viel Stress. Für einige ist es jetzt nicht so viel Stress, aber für mich hat es schon Stress gemacht, weil ihr dürft nicht vergessen, ich arbeite halt nebenbei noch. Und dann da jedes Mal noch alles auf- und abbauen nach der Arbeit, das war einfach irgendwie zu viel. Aber jetzt bin ich wieder da und jetzt legen wir gemeinsam wieder los. Also haut gerne auch in die Tasten und lasst mir eure Ideen da. Was wollt ihr sehen? Gibt es irgendwie Content, den ihr bisher gut gefeiert habt, der weiterlaufen soll? Ich würde gerne noch weiter Minecraft verwirklichen und auch den Thermosimulator. Reaktionsvideos würde ich auch gerne noch machen, aber ich habe mich auch irgendwie in diesen Vlogs verliebt. Also ich habe jetzt wirklich kontinuierlich gefilmt, während ich jetzt auch offline war, um euch hinterher ein Video zu zeigen. Das wird auch am 18. hochgeladen. Ich habe meinen Umzug nämlich ein bisschen gevloggt. Was heißt ein bisschen? Das lief jetzt, glaube ich, über 2-3 Monate. Einfach gezeigt, wie so die Entwicklung war von meiner Wohnung und auch von mir. Also irgendwie ist da so alles mit dabei. Es ist ein bisschen privater. Also ihr seht viel von meiner Wohnung und ihr seht viel, wie ich lebe. Aber halt auch nur so viel, wie ich euch gerne zeigen möchte. Oder wenn ihr sagt, euch fehlt was im Vlog und ich kam einfach nicht drauf, dann schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare oder auch auf Instagram. Und vielleicht mache ich dann noch so einen Nachtrag zu dem Vlog, dass man vielleicht noch ein zweites Video macht. Seid ruhig mit kreativ, überlegt euch, was ihr sehen möchtet, was ihr hören möchtet oder was ihr nicht sehen möchtet. Vielleicht wollt ihr auch gar nicht sehen und ihr fandet die letzten 35 Tage ganz toll, so wie sie waren. Das wäre natürlich ziemlich schade. Aber ich bin voller Optimismus. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und wir sehen uns dann am 18. wieder. Und ab da kontinuierlich. Und ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Und ich freue mich auch tierisch auf eure Reaktion auf meinen Umzugsvlog. Das war wirklich viel Dokumentationsarbeit. Und der Schnitt wird auch noch kommen. Aber ich hab Bock. Ich habe wieder Bock und das ist das Wichtigste daran und ich laber jetzt auch nicht so viel rum, deswegen sage ich einfach danke, danke, danke für das ganze Jahr YouTube, was ich jetzt schon gemacht habe und für die, die mich dabei begleitet haben. Auch nochmal danke an Paluten und an Maxify, an Debitor, an Evanjo und alle, die mir geholfen haben, meine Videos überhaupt zu denen zu machen, wie sie jetzt so waren. Es macht es mir nämlich viel einfacher, so ein kleines Feedback zu bekommen oder eine kleine Rückmeldung, was die YouTuber vielleicht mögen, dann ist es nochmal so ein Tacken persönlicher. Also vielen Dank nochmal an euch, es war mir wirklich eine Ehre. Und ich bleibe weiter dran, schreibt mir eure Ideen für YouTuber-Kuchen auch weiterhin gerne in die Kommentare. Und ich laber jetzt auch nicht weiter und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi, ciao!